Mission hat Freigabe. Legen wir uns mit der SDF an. Was geht ab, ihr geilen Clubspros? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, gar nicht. Keine neue Folge. Zu einer ersten Folge von Infinite Warfare Multiplayer. Jawohl. Es ist heute rausgekommen, beziehungsweise heute Nacht von Modern Warfare habe ich euch schon was gezeigt. Aber Infinite Warfare konnte ich noch nicht. Da bin ich noch nicht zugekommen. Aber jetzt geht's auch hier los. Und ich habe extra mal nach einer Map gesucht. Beziehungsweise ich bin halt immer aus Lobbys rausgegangen, um eine Map zu zeigen, die halt neu ist, die ich mal nicht in der Beta spielen konnte. Damit ich euch da noch ein bisschen was zeigen kann. Der Wandlauf hier war aber auch ziemlich lang, Alter. Der hatte seine Größe auf jeden Fall irgendwo gefunden. Okay, was da los? Ich bin mal gespannt, wie sich die... Was war das denn, Alter? Wie die Maps so sind und wie die aufgebaut sind, ob man darauf gut spielen kann und Co. Was ich aber jetzt schon schade finde, das muss ich auch ehrlich gesagt gestehen. Moment, ich muss mich kurz... Okay. Es ziemlich wenig Waffen gibt. Also du hast 5 Sturmgewehre, 5 MPs, 5 klassische Waffen, 3 Sniper, 4 Shotguns und 4 Sniper. Und das war's. Also da ist echt nicht viele Waffen, die du benutzen kannst. Das finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, werden da noch neue reinkommen. Das ist ja immer so in COD. Beziehungsweise in vielen Spielen ist das mittlerweile leider so. Aber ich finde, die Spiele killen sich so selbst. Dann, selbst wenn ich nur so 3-4 Waffen habe, mit denen ich immer gut spielen kann, möchte ich trotzdem eigentlich die Auswahl zumindest haben, auch mal was anderes zu spielen. Und selbst wenn ich das nicht spiele, trotzdem einfach mal Waffen drin zu haben. Einfach aus Prinzip. Ich kann es nicht genau erklären, aber einfach aus Prinzip würde ich das feiern, wenn man viele Waffen drin hat. Ich hoffe, dass sie da dann echt noch welche rausbringen. Ich weiß nicht, ob die dann mit dem DLC nur kommen. Dass nur Leute, die DLCs haben, die dann bekommen. Ich habe den Season Pass, also ich werde die dann bekommen. Aber ich finde das trotzdem ein bisschen schade, dass man da waffentechnisch irgendwie nur so ein halbes Spiel rausbringt. Das geht echt besser und das war auch mal besser. Also da... Ah, das ist ja nicht nur bei COD, das ist bei vielen Spielen so. Das ist irgendwie leider normal geworden. Leute, als ob man da nicht rüberspringen kann. Ich habe allgemein das Gefühl, dass das ein bisschen langsamer geworden ist, das Spiel, vom Movement her. Ich glaube, man kann sich nicht mehr so schnell bewegen. Oder ich bin einfach momentan hart im Titanfall-Modus drin. Und da ist ja extrem schnell. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Typ gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich mich täusche, ob ich mich irre, aber es fühlt sich irgendwie langsamer an. Als würde der Typ irgendwie jetzt auf einmal ein Fettklotz sein und nicht mehr hier Mr. Mobil mit Jetpack und Co. Also ich habe das zumindest irgendwie ein bisschen schneller in Erinnerung. Kann auch an der Map liegen, da die ja hier sehr offen ist. Und auch ein bisschen verwinkelt und alles. Okay, da will keiner kommen. Ich werde... Ach du Scheiße, war das schlecht. Ich brauche auch, glaube ich, eine höhere Sensitivität. Die hat sich, glaube ich, irgendwie wieder runtergestellt. Hä, what the fuck, Alter? Ich hatte da gerade überhaupt keine Übersicht. Einfach mal so null. Jawohl, endlich mal wieder ein Abschuss hier. Ach nee, komm, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Das können wir mir nicht antun. So, hüpf. Oh, scheiße, der Feind. Ich kenne halt auch noch nicht die Wege und alles. Ach, scheiße, Mann. Das ist meine erste Runde jetzt im Multiplayer hier. Und ich wollte euch direkt mitnehmen, damit ich euch hier ein bisschen was zeigen kann. Modern Warfare, das Video, was ich da aufgenommen hatte, das kam ja schon recht gut bei euch an. Erstmal danke dafür.
Und mal gucken, wie das mit Infinite Warfare läuft. Ob das auch so gut ankommt. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, ich guck mal da. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Wo kam der jetzt auf einmal her? Okay, der guckt da nicht. Ich habe jetzt so viele verschiedene Spiele, die ich im Multiplayer spiele. Und alle spielen sich von der Steuerung und Gameplay her einfach komplett anders. Moment, ich nehme mal eine andere Waffe hier. Ich nehme mal die E-Red. Ja, beispielsweise Titanfall 2 übermäßig schnell. Dann hast du als kompletten Kontrast dazu Modern Warfare. Einfach, ja, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, wieder ein langsameres COD zu spielen. So langsam bin ich da wieder ein bisschen drin, aber da geht noch ein bisschen mehr. Ja, dann Battlefield 1. Als Gegensatz dazu könnte man einfach mal, allein vom Setting her, den kompletten Kontrast, hier Infinite Warfare nehmen. Das ist schon eine Menge an Unterschieden. An Destiny spiele ich ja auch im Multiplayer. Was habe ich sonst noch so? Ja, Destiny und Paragon kannst du nicht vergleichen. das ist ein bisschen, der Vergleich tut mehr als nur hinken. Der hat AIDS, der Vergleich. Einfach mal, um das so zu sagen. Alter, ihr, ich krieg gerade nichts hin. So, Stahldrache. Jetzt geht's in den Nubble Phase, alles klar. Die Reichweite ist nicht so für das hier geeignet gewesen. Dann muss ich mir irgendwie einen anderen Weg suchen. Ich gehe mal hier unten längs. So. Gut, dann hier rein. Ich habe hier irgendwo gerade jemanden gehört. Da. Nein! Ist jetzt echt das Ding weggegangen? Wollt ihr mich verarschen? Alter, was ist das hier? Was ist das hier, Alter? Was ist das hier? What the fuck, Alter? Was war das für ein Kampf? Alter, ich komme nicht drauf klar, Alter. Hä, jetzt lasst mich doch mal. Jetzt mal ohne Spaß. 7:14. Mein Jahr ist meine erste Runde, aber trotzdem, das geht mir gerade hart auf den Sack. Ich würde mal sagen, gut, dass ich hier hingegangen bin, sonst wäre ich gestorben. Alter Vater, ey, guck ich einmal um die Ecke und krieg direkt hier alles rein, was es gibt auf dieser Welt. Jetzt sehe ich zum ersten Mal diesen Teil der Map hier. Ach nee, das habe ich schon mal gesehen. Hier bin ich ja gestartet vorhin. Aber das rechts habe ich noch nicht gesehen. Das hier. So. Oh nein, ich wollte da noch schnell um die Ecke dann wegspringen. Jawohl, aber ich habe einen gekriegt. Dann kann man da irgendwie... Ich muss halt noch die Laufwege kennenlernen und alles. Boah! Alter, war da knappig. Oh, shit. So, auf jeden Fall die Mission haben wir auf Bronze abgeschlossen. Vielleicht kriegen wir auch noch Silber hin. Mal gucken. Rang 2 sind wir, glaube ich, gerade geworden, wa? Ja gut, habe ich gesagt, dass ich den Kill kriegt. Die Hälfte ist geschafft. Weiter. So, einmal da einfach provisorisch hinwerfen. Moment, wir verlieren A. Und C nehmen wir gerade ein, wa? Alter, sieht voll nice aus hier. Nups, Sir. Wieder geflogen ist, Alter. Boah, ich schieß gerade aber auf wie ein Känguru, das AIDS hat. B wird gesichert. So, gehen wir hier mal rein. Ach, komm,
Ich sollte, glaube ich, weniger durch die Gegend springen. Ich mache das halt gerne, weil ich das mag. Das schnelle Gameplay dann auch auskosten, aber... Ja, dann passiert halt so ein Scheiß. Dann fangen die Typen wieder an zu campen. Und holen dich dann da weg. Das ist einfach behindert. Das stört mich auch in Titanfall 2. Du hast also einfach so richtig schnelles Gameplay. Und was passiert? Die Leute setzen sich irgendwo hin und snipen. Da denke ich mir auch nur so, ja, herzlichen Glückwunsch. Bei Battlefield ist das ja relativ normal, abhängig vom Spielmodus, dass du dich da irgendwo hinsetzt. Aber bei einem schnellen Spiel wie Infinite Warfare oder Titanfall 2 gehört sich das, finde ich, nicht. Ja, natürlich. Der ist einfach direkt drauf, weißt du? Was soll ich da denn machen? Keine Schnitte, wie spiele ich? 13:22, was ist das für ein Scheiß? Jawohl. Charlie wird gesichert. So, rein da, mit einnehmen. Wir gewinnen diesen Kampf. Da muss ich mich auch bei Modern Warfare erstmal dran gewöhnen. Ich bin da nämlich echt so durch die Gegend gerannt, in Häuser einfach so reißkalt rein. Und dachte mir, ja, das loopt schon. Aber da musst du echt so schon den Spielstil ändern. Da kannst du nicht einfach so durch die Gegend rennen wie so ein Camp in der Tafel. Jawohl, meine erste Drohne, Alter. Oh, oh. Niemals vorgehen und nachladen. Merkt euch das, Kinder. Ach, scheiße. Na gut, aber Silber haben wir auch noch hingekriegt. Ich werde aber auch in den Videos darauf, werde ich auf jeden Fall besser werden. Das verspreche ich euch. Es ist halt jetzt erste Runde und neue Map. Die kenne ich nicht. Ich kenne die Laufwege nicht und alles. Ja, ist einfach normal, dass man dann nicht das abliefern kann, was man gerne möchte. LOL! LOL! Ich dachte mir, was ist das denn jetzt? Waren hier jetzt auch einmal auf solche Achterbahnen wie auf dem Dom oder was? Das hat sich einfach mega so angehört. War im Kopf von hinten so. Gerade hat man es auch wieder gehört. Das ist, ja gut. Ah, Sport, rechts. Jetzt wird das auch wieder angezeigt. In der Beta wurde das nicht angezeigt. Ich bin mal gespannt, was es da so für Dinger geben wird. So, Persistenz, deaktiviert die Rücksetzung von Punkteserien. Achso, ja. Damit spiele ich nicht. Jawohl, ich habe 3 Schlüssel, Junge. So. Dann gehe ich hier mal raus. Moment. Ja, das kann ich gleich machen, aber hier die Waffen. Also, das, was halt in der Beta gezeigt wurde, das war wirklich alles, was es an Waffen so gibt. Du hast 5 Sturmgewehre, 5 MPs, 3 LMGs, 4 Sniper, 4 Schrotflinten und 5 klassische Waffen. Das war's. Aber ich denke echt, dass da noch mehr kommen wird über die Zeit. Denn sonst ist das sehr mickrig. Aber ich finde das trotzdem schade, dass man einfach nur so 1,5 Waffen da quasi reinbringt. Ja, da könnte man, finde ich, mehr machen. Aber naja. Es ist, wie es ist. Vielleicht merken dies Entwickler. Vielleicht merken die Entwickler es irgendwann mal noch, dass die Community es doch lieber anders hätte. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Dass ihr einen kleinen Einblick in Infinite Warfare bekommen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss!